Hey Leute, wir sind Mr. und Mrs. Alexandrovic. Wir machen heute bei Wisst ihr noch TV den großen Idiotentest. Mal gucken, wer von uns beiden dümmer ist. Bekommt ein Nachtwächter Rente, wenn er am Tag stirbt? Natürlich kriegt er Rente. Hä? Nachtwächter? Wenn man stirbt, bekommt man keine Rente mehr. Ach ja, stimmt. Was macht ein Glaser ohne Glas? Er ist arbeitslos. Ja, ich würde auch sagen, zum Arbeitsamt gehen. Mach doch mal was. Verdammt. Das ist ja gemein. Er trinkt aus der Flasche. Oh mein Gott. Ja. Okay. Ja. Welcher Vogel legt keine Eier? Mhm. Antworte jetzt. Da ist ja der Knopf, drück doch auf, wenn du es weißt. Mann, sind wir so blöd, oder? Ja, anscheinend. Ich fühle mich auch schon langsam wie ein Idiot. kommen wir nicht drauf, lies mal auf. Der Männliche. Aber ich dachte, das wird ganz bitter laufen. Das wird ja eine ganz traurige Geschichte, wenn das hier. Was hat Federn, aber keine Flügel? Ein Kissen. Nein. Ja, das war's, das holst du nicht mehr auf. 7 Jungen sollen 7 Äpfel so teilen, dass jeder einen erhält. Ein Apfel jedoch bleibt im Korb. Wie ist das möglich? Die 6 den. Was? 6 sitzen. Einer kann also sein, er hält einfach den Korb mit in der Hand. Oh Mann, das wollte ich auch gerade sagen. Tja. Nein. Du hast eine Schüssel mit 6 Äpfeln und nimmst 4 weg. Wie viele hast du? Eine Schüssel. Ich habe immer noch 6. Ich sag mal 2. Ja, das wäre jetzt das. Ich dachte mal einfach mal so. 3. Boah, ich muss kurz rechnen. Ich muss kurz rechnen, sagt sie. 4. Wie viele Rillen sind ungefähr auf einer Schallplatte von 30 cm Radius eingeprägt? 30. Eine. Die läuft doch im Kreis, oder nicht? Nein, das sind ja mehrere, die im Kreis laufen. Dann spinnt ja immer von Rille zu Rille. Eine auf der Vorderseite, eine hin. Ach oh Gott. Stimmt, man kann die Dinger ja noch umdrehen. Ach ja. Wenn eine halbe Glatze 500 Haare hat, wie viele hat dann eine ganze? Das ist eine Glatze, haben keine Haare. Tja. Das hätte ich auch beantworten können. Ja, zurück so schnell. Ja, genau. Du hast verloren, weil der Buzzer zu weit links stand. Genau. Ja, ganz genau. Teile 30 durch 1,5 und zähle 10 dazu. 25. Was? Hä? Teile 30 durch 1,5. Das sind ja wohl 15. Nee, 2, 12. 70. Wieso das denn? 0,5 mal 0,5. Aber wo stand denn davon mal? Ja, wenn du 0,5. Plus gerechnet. Ja, aber 30 durch 0,5 ergibt 60. Und dann 10 dazu. Ach, scheiße, stimmt. Wie hast du ein Studium mal geschafft? Wie hast du einen Bachelor-Titel geschafft? Das ist unfassbar. Wie weit kann man in einen Wald hineinlaufen? Bis es zu Ende ist? Kann man überhaupt in einen Wald hineinlaufen? Natürlich kannst du in den Wald laufen. Keine Ahnung. Bis man am Ende wieder rauskommt. Bis zur Mitte. Oh, Mann, das ist gemein, ey. Wer hat 21 Augen und kann doch nicht sehen? Keine Ahnung. Ein Würfel! Oh Gott, wie dumm! Oh Gott, sind wir blöd. Du läufst einen Marathon und überholst den zweitschnellsten Läufer. Welcher Platz bist du? Zweiter. Loser. Steffen ist der Vater von Luca. Aber Luca ist nicht der Sohn von Steffen. Wie ist das möglich? Indem das ein anderer Luca ist? Was denn? Vielleicht ist doch nicht derselbe Luca gemeint, wie da steht. Vielleicht sind zwei Lukas. Oder zwei Steffens. Wie sie die Tochter ist. Ach, echt? Aber jetzt habe ich es raus. Luca ist Mädchen. Ach Gott.
Welche Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Moses hat das Wasser geteilt, er hat gar keine Tiere mitgenommen. Scheiße. Keine! Moses war nicht auf der Arche. So eine Made, ey. Welche Maus läuft auf zwei Beinen? Keine. Die Mickey Maus. Oh nein! Das gibt's doch nicht! Stimmt. Eine E-Lok fährt gegen den Wind Richtung Westen. In welche Himmelsrichtung weht der Dampf? Osten. Das war zu einfach, das habe ich nämlich auch gedacht, deswegen habe ich nicht gedrückt. Das kann doch nicht angehen, ich so, hä? In alle? Hm. Wie kann das denn gehen? Weiß ich auch nicht. Ich habe aber mal geraten. Eine E-Lok hat überhaupt gar keinen Dampf. Stimmt, stimmt. Oh. Ja. Wann sagt ein Franzose guten Morgen? Nie, er sagt Bonjour. Wenn er in Deutschland ist? Wenn er im Land ist? Wenn er Deutsch ist? Wenn er in Deutschland ist. Habe ich schon gesagt. Ach so. Wenn er Deutscher ist. Nein, nee, das hast du schon dreimal gesagt. Warte mal. Mann. Wenn einen Deutschen begrüßt. Na. Wenn er Deutsch spricht. Das ist doch gut. Damit kann ich leben. Das war mir klar, dass du damit leben kannst. Ja, moin, wir sind Mr. und Mrs. Alexandrovich. Das war der Idiotentest bei Wisst ihr noch TV mit großem Erfolg. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert uns gerne bei YouTube, Instagram oder TikTok. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.